So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ihr müsstet es ja schon kennen aus den vergangenen Tagen. Wir sind bestimmt immer noch unterwegs in Dortmund, in Honolulu, wo auch immer. Hinter mir immer noch Terence Chill mit seiner Becksflasche. Mittlerweile läuft Kontra K im Radio, nennen wir es mal Radio, weil Pokémon zu spielen die Tage so unangenehm ist, weil es so heiß ist und man sich einfach nur ins Wasser tunken will, haben wir uns natürlich einen Pool geholt, haben gedacht, wir machen ein paar Mini-Folgen, entwickeln ein bisschen mal was, dass der Pokédex noch vervollständigt wird. Was mir da noch gefehlt hat, war Charlellos zu dem, was es dann noch immer wird. Und da gibt es natürlich das Blaue. Wir wollen jetzt erstmal hier das höchste Blaue reinziehen. Das ist nämlich ein männliches. Das entwickeln wir jetzt einmal mit 50 Bonbons und das Blaue könnt ihr hier finden, bei uns in der Gegend, auf der östlichen Hemisphäre und das andere ist auf der westlichen oder andersrum, ich weiß es gerade nicht. Müsste, glaube ich, so sein. Das sieht auf jeden Fall lustig aus. Erst ist es klein und süß und dann ist es groß und süß, wenn man es so nennen will. Gastrodon. Mit 1499, also 1499, richtig genial für PvP, auch wenn ich PvP gar nicht zock. Aber das ist doch genial, guckt mal wie das aussieht, als hätte es noch ein drittes Auge da oben. Das war ein männliches und wir haben hier unten, glaube ich, noch ein weibliches, genau. Das ist auch männlich, wir entwickeln auch noch ein weibliches hinterher, natürlich für den Pokédex, dass da männlich und weiblich eingetragen ist. Da habe ich früher überhaupt nicht drauf geachtet. Mittlerweile mache ich das. Da kann man durchtauschen. Da war gerade, oh, da krabbelt was am Rücken. Da kann man durchtauschen natürlich viel erreichen. Habe ich heute in so einer Logmodul-Runde mit dem Kenny auch. Hat mir da fix noch ein weibliches Evoli rübergegeben, weil mir da noch was gefehlt hat. Jetzt hier also auch noch ein weibliches Gastrodon, das Blaue aus der östlichen Hemisphäre. Und hier oben haben wir das pinke Charlellos. Und da haben wir auch wieder das höchste. Und das höchste ist auch wieder ein männliches. Das wollen wir auch gleich mal entwickeln. Das müsste ja jetzt auch Gastrodon heißen. Nur eben mit einer anderen Farbe. Und das wurde ja am Anfang, als die released wurden, konnte man beide hier bei uns fangen. Dann wurden die kontinental gemacht. Aber beim GoFest in Chicago gab es das natürlich vermehrt zu finden und zu fangen. Wer da ein Ticket hatte und im Park rumgerannt ist, der konnte sich da eine ganze Armee ranzüchten. 1657, sieht irgendwie aus wie eine Nacktschnecke mit einem Wikingerhelm. Ein männliches, jetzt gucken wir von den anderen, müsste noch ein weibliches dabei sein. Das nicht, aber das und das weibliche davon werden wir auch gleich noch entwickeln. Wir haben nämlich noch 58 Bonbons übrig. Und nach der Entwicklung haben wir noch genau 8 Bonbons übrig. Aber eigentlich müsste man dann irgendwann noch ein Shiny entwickeln von dem und von dem anderen. Und dann müsste man noch ein Lucky entwickeln. Also da hat man wirklich was zu tun, um in dem Pokédex immer vollständig zu halten, wenn man männlich, weiblich, Lucky, Shiny, alles dabei haben möchte. Jetzt haben wir 9 Bonbons, weil beim Entwickeln bekommt man ja immer wieder eins gut geschrieben. 1474. Und ich würde sagen, das war's, glaube ich, von heute. Mein Arm tut nämlich so mega weh, weil ich jetzt hier 3 Folgen am Stück aufgenommen habe. Der Ismo, ach, der Terence Chill, hängt da hinten, ist wieder mal richtig dick am Lümmeln. Habt ihr auch schon Charlellos entwickelt, Gastrodon bekommen? Habt ihr beide? Habt ihr männlich? Habt ihr weiblich? Habt ihr vielleicht sogar schon einen Lucky? Nee, nicht Shiny, aber ein Lucky. Oh, Kleinstein ist nach einem harten Kampf zurückgekommen. Habt ihr das gesehen? Das war sogar ein Shiny Alola Kleinstein, frisch gefangen. Ist jetzt zurückgekommen, es ist 17 noch was. Da werden immer die Arenen gemacht in Hibu. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.